20 Männer buhlten zu Beginn um das Herz der Bachelorette 2023 Jennifer Saro. Doch nur einer von ihnen hat es ins Finale geschafft. Ausgerechnet handelt es sich dabei um den Mann, der von Anfang an zu den Favoriten vieler Zuschauer gehörte. Wer gewinnt? Wir verraten euch mehr. Schon vor Staffelstart erhärtete sich der Verdacht, in welcher der Kandidaten RTL, Bachelorette, Jennifer Saro ihren Traummann gefunden haben könnte. Nach den ersten Folgen war klar, dass diese Liebesgerüchte nicht von ungefähr kommen. Denn ein Kandidat hat Saro sichtlich angetan, und er ist der TV-Landschaft kein Unbekannter. Doch mit ihm hat ein weiterer Traummann echte Chancen auf ein Liebesglück mit der Bachelorette 2023. Die Dreharbeiten der aktuellen Staffel sind abgeschlossen, der Gewinner steht also bereits fest. Eigentlich beginnt nun das Versteckspiel der zwei Verliebten, doch RTL hat nicht mit derart aufmerksamen Fans gerechnet. Sie wollen bereits wissen, wer Jennifer Saros Herz erobert haben soll, und dieser ist kein Unbekannter. Es handelt sich um Love Island, Kandidat 2021 Finn Lukas Kunz. Zum einen sollen sich Details von Finns und Jennifers Stories stark ähneln, sei es die gleiche Raufasertapete oder derselbe Wäscheständer mit dem T-Shirt, das Finn zuvor getragen hatte. Außerdem sollen die beiden bereits in Berlin gesichtet worden sein. In Folge 6 kommt es schließlich zum zweiten Kuss der Staffel. Ich würde gerne wissen, wie es ist, wenn ich dich küsse? Fragt Finn. Darauf antwortet Jennifer ganz locker. Wieso machst du es dann nicht einfach? Dabei können weder Finn noch die 27-jährige Mutter genug voneinander kriegen. Als wären wir 12-jährige Teenies, kommentiert der Lüneburger die Knutscherei rückblickend. Auch Jennifer scheint es zu gefallen. Das war der perfekte erste Kuss für mich. Finn steht im Finale der Bachelorette 2023 und überzeugt nicht nur Jenny von seinen Traummann-Qualitäten. Lest hier mehr über die Indizien in Folge 7, warum Finn am Ende mit der letzten Rose und als Sieger, mit Jennifer, nach Hause gehen könnte. Und warum in Folge 8 sich dann alle Gerüchte bewahrheiten? Spoiler, Bachelorette, 2023 Kandidat. Wer ist Finn Lukas? Finn Lukas Kunz ist 26 Jahre alt und gelernter Verkäufer. Der gebürtige Lüneburger zählt auf seinem Instagram-Account über 100.000 Follower. Als Influencer wirbt er für Fashion und Sport auf seinem Kanal. Auch seine Teilnahme bei Die Bachelorette reiht sich unter seinen Postings. Ich bin bei der neuen Bachelorette Staffel dabei, kündigte Finn Ende Juni an. Zuschauern erwarte ein Abenteuer mit Höhen und Tiefen. Klingt, als würde seine Reise bei der RTL-Kuppelshow wohl ziemlich leidenschaftlich vonstatten gegangen sein.
Unter dem Post wird er bereits mit Glückwünschen zum Bachelorette-Gewinn überhäuft. Bachelorette 2023 Gewinner. Das sagt Jennifer Saro zu den Siegergerüchten. Das Thema wird in den sozialen Medien heiß gekocht. Ist Finn Lukas wirklich der Gewinner? Und was sagt Jennifer dazu? Bislang gab es keine Kommentare seitens RTL und der Bachelorette. Doch gegenüber dem Express reagierte sie auf die Frage nach Finn mit dem lockeren Satz: Hab ich schon mal gehört. Damit bleibt viel Raum für weitere Spekulationen. Finn Lukas war bei Love Island, das sind seine Ex-Freundinnen. . 2021 nahm Finn als Teilnehmer der Reality-TV-Show Love Island teil, bei der er gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Greta Engelfried den zweiten Platz belegte. Seine letzte Beziehung mit Emilia Wörsching, die ebenfalls in der Staffel teilnahm, zerbrach im Oktober 2022. Jesaja war der zweite Favorit von Bachelorette, Jennifer Saro. Neben Finn standen auch die Karten für Dualstudent Jesaja aus Stuttgart nicht schlecht. Der sportliche 27-Jährige beeindruckte Jennifer vor allem mit seinem Zahnpasta-Lächeln und seiner Art, die beruhigend wirkt, sagt sie. Er war es schließlich, der das erste Einzeldate in Folge 2 ergatterte. In Folge 3 bekam er dann auch noch den ersten Kuss. Saro dazu: Mit ihm hatte ich schon eine Verbindung aufgebaut. Mit den anderen hätte ich mir das nicht vorstellen können. In Folge 6 kamen allerdings Zweifel seitens der Bachelorette auf. Nach dem Kuss war sich die 27-Jährige nicht ganz so sicher, wie sie über ihn denken soll und ob der Knutscher wirklich richtig war. Doch nach einem Gespräch mit Jesaja schien sich die Bachelorette ihrer Sache wieder sicher zu sein. Ich weiß, warum da ein Kuss gefallen ist, sagte sie. Ich habe gemerkt, dass nur der erste Kuss komisch war. Und tatsächlich, Jesaja stand im Halbfinale und hatte damit beste Chancen, Jennifers Herz zu erobern. Doch wie nach Folge 7 feststeht, entscheidet sich Jenny in der Nacht der Rosen gegen ihn. Er muss die Show verlassen. Adrian punktet bei Jennifer vor allem mit seiner Ehrlichkeit. Er gibt offen zu, keine Lust, Stiefdaddy zu werden. Zwar würde er die Bezugsperson für Saros einjährigen Sohn übernehmen, finde aber, Vaterrolle sollte Vaterrolle bleiben. Trotzdem darf der Aachener in der vierten Folge mit aufs Gruppendate. Bei einem Spiel müssen sie sich eine Minute lang in die Augen schauen, und es knistert gewaltig. Ich hätte das definitiv nicht mit jedem gekonnt, offenbart Jennifer. Doch damit nicht genug, Adrian soll danach sein liebstes Körperteil von Jennifer küssen. Er wählt ihre Hand und kassiert dafür einen Wangenkuss von Jennifer Saro. Ich mag dich, flüstert sie ihm zu. Im Interview schwärmt sie,
Adrian hat mir das Gefühl gegeben, dass es hier möglich ist, sich zu verlieben. In Folge 6 kommt es allerdings zum Dämpfer. Adrian gesteht seine Eifersucht gegenüber Jenny. Meine Gefühlsausbrüche, die ich die ganze Zeit habe, sind extremer als erwartet. Denn er bekam in der Folge zuvor einen Eifersuchtsanfall, nachdem er mitbekam, dass zwischen der Bachelorette und Jesaja ein Kuss gefallen ist. Ich entschuldige mich für alles, was gesagt wurde. Diesen plötzlichen Wandel kann Jennifer nicht ganz abkaufen. Dennoch schließt sie Frieden mit Adrian und gibt im Einzelgespräch zu, dass der 27-Jährige sie trotz seiner hitzigen Gefühlslage sehr reize. Auch Adrian steht im Bachelorette-Finale und überzeugt auch in Folge 7 beim Dream Date und bei Jennys Mama. Doch die letzte Rose geht in Folge 8 an ihn. Spoiler, bei einer Abstimmung auf dem Bachelorette-Instagram-Kanal wurden die Zuschauer dazu aufgerufen, in einer Abstimmung ihre Favoritenrose fürs Finale zu vergeben. Sie sind sich der Sache sicher, Finn soll laut ihnen das Herz der Bachelorette erobert haben. Ob sie den richtigen Riecher haben. Das erfahren Fans der Show spätestens im Bachelorette-Finale 2023 am Mittwoch, 30. August 2023 auf RTL. Ob Jenny und ihr Herzensmann aktuell noch zusammen sind, klärt Moderatorin Frauke Ludowig dann im Anschluss live beim großen Wiedersehen. Und wie sieht es mit den anderen Paaren aus, die sich über eine RTL-Dating-Show gefunden haben? Hier findet ihr alle Siegerpärchen aus allen Staffeln, der Bachelor und die Bachelorette, und natürlich, ob die Liebe seither gehalten hat.